Vielen Dank für das Interview. Wir haben ja heute einen ganz besonderen Termin. Es geht um das Restaurant, die Restaurantwoche. Bitte erklären Sie uns genauer, was uns denn jetzt erwartet oder genauer gesagt, was die Österreicher und Österreicherinnen erwartet, wenn sie in dieser Restaurantwoche teilnehmen. Sehr gerne. Guten Morgen. Bei der Restaurantwoche geht es darum, dass es eine Woche lang in knapp 80 Restaurants, gehobenen Restaurants, sehr guten Restaurants, Menüs zu Fixpreisen gibt, die etwas vorteilhafter sind, als wenn man à la carte isst. Wir haben ja jetzt schon gehört, die Restaurantwoche, die beginnt jetzt, erschwingliche Preise. Es wird auch ein Zwei-Gänge-Menü, Drei-Gänge-Menüs geben. Das günstigste startet ja schon um die 14,50 Euro. Sind die Plätze schon ausreserviert? Hat man noch die Möglichkeit? Was erwartet einen? Was erwartet einen? Also ja, es gibt das Zwei-Gänge-Lunch ab 14,50 und das Drei-Gänge-Dinner ab 34,50. Was erwartet einen? Ganz, ganz tolle Restaurants mit ganz tollen Speisen und Getränken. Die Speisen sind eben in diesen Menüpreisen inkludiert und da sind wir ganz stolz drauf, sie haben sich auch im Vergleich zu den letzten Jahren nicht geändert. Jetzt sind wir ja immer noch in der Corona-Pandemie, es ist ja ein bisschen abgeflacht, aber trotzdem, wie war denn jetzt die letzten 2,5 Jahre für die Gastrobranche? Hat man das schon sehr stark wahrscheinlich drunter gelitten? Es war eine sehr, sehr schwierige Phase, das muss man ganz offen sagen. Es war einerseits natürlich für die Gastronomie selber schwierig. Immer dann, wenn Lockdown war und keine Gäste hingehen durften, ist es schwierig. Es ist auch für die komplette Zulieferindustrie und die Servicebranche rund um die Gastronomie herum schwierig. Also auch zum Beispiel eine Restaurantwoche kann nur stattfinden, wenn wir natürlich Gäste in die Restaurants bringen können und dürfen. Es haben die staatlichen Unterstützungen gerade in der Gastronomie stark geholfen, das muss man fairerweise anerkennen. Es ist eine große Herausforderung, es ist immer noch eine Herausforderung. Man kann glücklicherweise sagen, dass die letzten 2, 3, 4 Monate für die Gastronomie doch wesentlich positiver waren als zum Beispiel der Sommer im Vorjahr. Also man spürt schon, dass die Gäste wieder in die Restaurants wollen und sozusagen auch ein Bedürfnis und einen Bedarf haben, ein bisschen nachzuholen. Das war nicht immer der Fall, also die Gäste waren teilweise auch vorsichtig in die Restaurants zu gehen, weil sie einfach Angst hatten noch. Das bessert sich im Moment, man kann es aber natürlich schwer prognostizieren. Und was die Restaurantwoche betrifft, wir erwarten absolut einen Rekord für eine Sommerrestaurantwoche. Wir merken es anhand der Anfragen, wie viele Menschen sich einfach schon vorab auch per E-Mail und am Telefon melden, wann geht es denn los etc. Und bezüglich Reservierungen, da ist noch alles da, weil heute ist offizieller Reservierungsstart. Jetzt haben wir es gehört, heute ist offizieller Start. Jetzt sind natürlich nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch der Ukraine-Krieg, die Teuerungen ein großes Problem. Sie haben es ja medial sicher auch mitbekommen. Viele sagen, dass das Schnitzelpreis steigt enorm nach oben. Man muss für ein Sodawasser teilweise 5,60 Euro zahlen. Wie wichtig sind da solche Aktionen und versucht man auch da in der Gastro die Preise jetzt nicht ins Unendliche schießen zu lassen? Definitiv. Also unser Bestreben mit der Restaurantwoche war es schon immer und bleibt es, dass wir die gehobene Gastronomie einem breiteren Publikum zugänglich machen. Deshalb haben wir die Menüs mit fixen Preisen auf der Webseite, dass man genau weiß, was kriege ich um welchen Preis. Da gibt es irgendwie, Menschen haben oft die Sorge, wenn sie noch nicht in der gehobenen Gastronomie sind, ja, was wird das kosten, was kommt da auf mich zu, womit muss ich rechnen. Das versuchen wir möglichst transparent darzustellen, damit wir diese Sorge nehmen. Wir haben die Erfahrung, dass das auch gut funktioniert. Wie gesagt, wir sind froh, dass wir bisher zumindest die Preise halten konnten für die Restaurantwoche. Preissteigerungen werden unumgänglich sein, auch in der Gastronomie. Es steigen einerseits die Preise für die Zutaten. Die Menschen, die natürlich in den Betrieben arbeiten, spüren genauso die Preissteigerungen und brauchen auch etwas mehr, um weiterhin das Leben leben zu können. Also da kommen sicherlich herausfordernde Zeiten auf die Gastronomie zu. Wir versuchen eben mit der Restaurantwoche ein bisschen eine Unterstützung, nicht in die Gegenrichtung, aber sozusagen versuchen ein bisschen beizutragen, dass die Preise auch moderat bleiben. Ja, dann vielen Dank für das Interview und natürlich auch einen guten Start dann in die Reservierungswoche. Herzlichen Dank.